Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auroras Mistress Talk. Jeder, der schon irgendwie schon mal mit dem Thema Bondage zu tun gehabt hat, wird wahrscheinlich nicht an dieser Person und an diesem Namen vorbeigekommen sein, Matthias Grimme. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass er heute in meinem Podcast ist. Wir nehmen heute eine Podcast-Folge auf und wir zeigen diese auch auf YouTube. Das heißt, für dich filme ich sie gerade, so dass du, wenn du jetzt nur den Podcast hörst, nachher nochmal auf YouTube vorbeischauen kannst, weil da findest du dann auch die Folge dazu. Matthias, schön, dass du da bist. Ja, schön. Freut mich auch. Schön, das freut mich, dass du dich auch freust. Genau. Hast du schon mal einen Podcast aufgenommen? Also ich selbst nicht, ja, aber ich habe schon diverse Podcasts. Diverse, das glaube ich. Ja. Ich würde gerne, damit ich dich ein bisschen kennenlerne und die Zuhörer und Zuschauer dich ein bisschen kennenlernen, dir ein paar Fragen stellen. Und zwar dieses typische Spiel entweder oder. Okay. Und zwar Reiten oder Fahrradfahren? Reiten. Hast du schon mal ein Pferd gehabt? Ich habe kein Pferd gehabt, aber ich habe Reitunterricht gehabt. Und ah, cool. Ich habe eigentlich die Gelegenheiten, wenn es sich mal ergibt, und es irgendwie ein halbwegs braver Gaul ist, dann nutze ich die Gelegenheit, cool, um die Gegend zu hoppeln. Ich war früher ja auch ein Pferdemädchen. Ich hatte zum 9. Geburtstag ein Pony geschenkt bekommen, meinen großen Traum. Okay. Ja, aber als ich dann 19 war, musste er eingeschläfert werden. Also ja, Reiten ist toll. Naturbrüste oder gemacht? Naturbrüste. Ja, lieber Natur. Weil man die besser abbinden kann. Stimmt, weil Bondage mit Silikon geht nicht, ne? Nee. Wegen der Gefahr des Platzens? Genau. Also das würde ich nie machen. Ja. Spaß oder Sicherheit? Beides. Also man kann nur Sachen, beim Fesseln jedenfalls oder auch bei anderen Dingen, man kann nur Sachen mit Spaß machen, wenn man sich irgendwie in einem sicheren Rahmen bewegt. Mhm. Schön. Sommerurlaub oder Skiurlaub? Sommer. Sommer, ne? Ja, möglichst auch im Winter Sommerurlaub. Ja, finde ich auch. Bin ich dabei. Hund oder Katze? Katze natürlich. Katze? Ist doch klar. Von meiner Partnerin. Erzähl, wieso Katze? Was steckt dahinter? Also Nicole hat, als ich sie kennenlernte, da haben wir noch gar nicht groß was zusammen gemacht, habe ich sie immer geärgert. Und ich wusste, dass sie das total scheiße findet. Ich habe immer ihre Nase gekrault. Mhm. Und das hat sie versucht, eine Zeit lang auszuhalten und dann gemacht mit den Händen. Und dann sage ich, das ist eine typische Katze, ne? So. Und im Laufe der Jahre, ich meine, ich bin jetzt ja seit über 20 Jahren, also über 21 Jahre sogar schon mit ihr in Sachen Bondage unterwegs. Nicht umsonst sind wir das dienstälteste Profi-Bondage-Pärchen weltweit. Mhm. Stellt sich halt raus. Also die Eleganz von der Katze hat sie sicherlich nicht, aber die Gedankenstruktur tickt wie eine Katze. Okay, verstehe. Und natürlich ist es auch nicht so, dass ich mir Nicole ausgesucht habe. Das ist ja bei Katzen immer so. So Nicole hat sich natürlich mich ausgesucht. Ja, das ist auch typisch Katze, stimmt. Ja. Geil. Geil aussehen und frieren oder 0815 und warm? 0815 und warm. Katze frieren. Ich hasse auch frieren. Und irgendwann legt man ja diese Eitelkeit auch ab und sagt so, hey, Hauptsache warm durch den Winter, ne? Na, also ich denke schon, dass ich bei meiner Art, wie ich mich anziehe, mich immer gut angezogen finde, wenn ich mich vor den Spiegel stelle. Mhm. So, ich weiß, dass man auch noch andere Sachen als irgendwie Kampfhosen, T-Shirt, Bomberjacken anziehen kann. Ich sehe auch im Anzug, aber da sehe ich dann immer gleich so super seriös aus. Ja. Ja, dann hat mich schon, bin im Anzug unterwegs gewesen, hat mich mal jemand, siehst aus wie ein Staatsanwalt. Macht ja eine Riesenkrise. Das kennen wir ja auch gar nicht von dir, ne? Ich meine, schwarz auf jeden Fall, du trägst immer schwarz, aber immer so. Anzug ist grau. Ah. So, ein sehr edler, den ich mir habe in Thailand schneidern lassen. Ah, cool. Ja, aber sonst bist du ja immer schwarz gekleidet, ne? Cargohose, ja. Turnschuhe. Rollkragenpulli, ne? Auch in schwarz. Ja, schwarze T-Shirts. Ja, so kenne ich dich. Ja. Dampfsauna oder 90 Grad? 90 Grad. Ja, schön, alles rausschwitzen. Ja, genau. Du gehst oft in die Sauna? Wenn es möglich ist. Also wir gehen eigentlich, meine Frau, Nicole und ich, am Samstag in die Sauna, wenn nicht Nicole und ich irgendwie einen Wochenend-Workshop haben oder sonst irgendwie unterwegs sind. Das heißt, und solange es nicht Corona einen Strich durch die Rechnung macht, im Moment geht es ja. Ja,
Ja, ich weiß, genau. Ja, ich liebe auch Wellness auf jeden Fall. Das ist immer so eine Auszeit, ne? Fühlt sich immer wie so ein kleiner Urlaub an. Ja, das ist so das eine. Und das andere ist, also mit Andrea arbeite ich ja zusammen. Die arbeitet ja bei uns im Verlag. Wer ist Andrea, für alle, die es nicht wissen? Meine Frau, so, Entschuldigung. Die arbeitet ja bei uns im Verlag. Und diese Auszeit in der Sauna ist gleichzeitig auch wichtig, weil das so eine Dreiersituation ist, wo wir in Ruhe irgendwie über all das kakeln können, was so in der Woche gewesen ist. Ich bin ganz schlecht irgendwie da drin, irgendwelche Chit-Chat-Geschichten weiterzuerzählen, die mir Nicole erzählt hat. Wo dann sagt Andrea dann immer, ich warte, bis ich gegen Nicole treffe und lass mir das lieber von ihr erzählen. Du hast wieder nur die Hälfte mitgekriegt. Das ist eigentlich so ein typisches Frauenproblem. Und insofern, also diese Dreier-Situation ist etwas, was uns total gut tut. Mhm. Das heißt, du bist ja mit deiner Frau Andrea schon 30 Jahre verheiratet? Über 31. Über 31. Seit 1990. Also verheiratet bin ich irgendwie seit 1999, 11.11.99. Ah ja, aber 31 Jahre zusammen. Und mit Nicole, die du ja auch als deine Zweitfrau nennst, 20 Jahre zusammen und auch Bondage mit ihr zusammen. Und Andrea ist ganz froh, weil die so nicht auf Bondage steht. Ah, die steht gar nicht auf Bondage. Ja, schon. Also Bondage ist für sie irgendwie eine Sache so nach dem Motto, ja, Bondage ist gut, wenn man jemanden irgendwo festbinden kann, um ihm dann den Arsch zu versohlen. Mhm. Oder sonst irgendwelchen. Andrea ist dominant. Die ist beides. Ah, okay. Ja. Und Katze, ja. Die Katze ist auch beides. Ah, okay. So. Also switcht ihr immer so ein bisschen in den Rollen. Weiß ich nicht, ob das Switchen ist. Also ich stehe manchmal da drauf, mir anständig den Arsch versohlen zu lassen. Aber das ist eher, das macht nichts. Für mich ist das nichts sexuell Rutsches, sondern für mich ist das irgendwie. Andrea hat mal irgendwann gesagt, nachdem ihr Sado irgendwo eine ordentliche Tracht Prügel gekriegt hat, ist er wieder heil. So, weil irgendwie im Alltag ist es ja immer so, dass du alles Mögliche passiert, du entfernst dich ein Stück weit von dir selber und dann musst du erstmal wieder in eine Situation kommen, wo du wieder auf dich zentriert bist, wo du irgendwie kapierst, da ist oben, da ist vorne. Also hat das für dich so einen meditativen Effekt eigentlich, genau, dass du dich komplett zur Ruhe bringst. Genau. Auf deinen Körper einlässt, das spürst, den Körper wieder spürst, um dann wieder den Kopf danach frei zu haben. Genau. Mhm. Genau. Das Lustige ist, also ich meine, Andrea schlägt eine satte Kelle. Ich meine, Andrea ist 1,80, hat ein breiteres Kreuz als ich. Die schlägt wirklich eine satte Kelle. Und wenn ich mich wirklich reinfallen lasse, dann tut es nicht weh. Das ist derbe Prügel, das weiß ich hier, aber es fühlt sich nicht so an. Ach krass. Das ist irgendwie eher so, ich bin mal in einer Prügelsession vor lauter Entspannung fast eingeschlafen. Aha. Obwohl es eigentlich richtig doll wehtut. Wahrscheinlich kannst du dich so mit dem Schmerz in dem Sinne anfreunden, dass du ihn richtig als Ventil genommen hast, um zu deiner inneren Mitte zu finden. Genau. Ja. Genau. Also Andreas hat auch einen Zap, mit dem sie immer spielt. Sie hat eine Affäre seit vielen Jahren und das wird die beiden switchen. Ah, okay, cool. So. Ne? Interessante Kombi. So, einsame Insel oder Gruppenreise? Einsame Insel. Ganz alleine, nur für dich. Keiner, der dir auf den Sack geht. Genau. Ja, mit meinen Frauen natürlich. Ne? Ach so. Ja, ja, also ganz alleine. Also so ein kleines Paradies auf der einsamen Insel. Genau. Verstehe. Also es ist eigentlich doch eine Gruppenreise. Eine Gruppenreise auf die einsame Insel. So, letzte Frage. Frühaufsteher oder Langschläfer? Aufstehen. Ja, wann stehst du auf? Normalerweise stehe ich irgendwas zwischen kurz vor sieben, kurz nach sieben auf. Musst du Wecker stellen oder wachst du einfach auf? Wecker steht auf 7:30 und ich mache ihn eigentlich immer. Ach krass. Vorher aus. Und abends, wann gehst du ins Bett? Also im Moment, ich habe das Gefühl, dass diese Corona-Zeit dazu führt, dass ich müder bin als sonst. Also im Moment gehe ich zwischen 11:30 und 12 ins Bett. Ah ja, okay. Ja. So. Dann wissen wir jetzt schon einiges von dir, aber ich würde dich trotzdem bitten, dass du dich nochmal vorstellst. Ja, also ich bin Matthias Grimme. In Fesselkreisen werde ich auch Drachenmann genannt oder die japanische Version davon Tatsu Atoko. Wie kommt man zum Drachenmann? Wie ist das entstanden? Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich war
Ich habe ein Rückentattoo gesehen und fand das obergeil. Von irgendwie einem sehr bekannten Performance-Künstler aus den USA. Und habe mir dann überlegt, dass ich auch ein Rückentattoo haben will. Und dann habe ich irgendwie 4 Jahre oder 5 Jahre rumgemalt, irgendwie so auf Millimeterpapier. Und das war alles nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann kam ich auf dieses Rückentattoo, was irgendwie den ganzen Rücken hochgeht, irgendwie ein bisschen die Form wie Salinos sind, bis hier unten. Und als dann der Tätowierer die Outlines gestochen hat, sagte Andrea, die dabei war bei einem Tattoo, sieht aus wie Drachenschuppen. Und daraufhin sagte der Tätowierer, ja, stimmt. Und als ich dann nach 1,5 Tagen, weil es viel Füllarbeit gewesen, was Tätowierer ja immer sehr lieben, sagte Tore, was muss ich bezahlen für deine Arbeit? Dann sagte er, sorry, dafür kann ich kein Geld nehmen. Das war schon da, das habe ich nur rausgeholt. Drachenschuppen. Ach, krass. So, und daraus ist dann, als ich mir eine E-Mail-Adresse eingerichtet habe, Drachenmann geworden. Ah, okay, gut. Also man kennt dich unter Drachenmann? Genau. Aber eigentlich Matthias Grimme, dadurch, dass ich ja irgendwie halt das SM-Handbuch und das Bonnisch-Handbuch geschrieben habe und noch ein paar andere Sachen, dadurch, dass ich irgendwie Artikel, in dem alle 2 Monate erscheinen, ein Schlagzeilenmagazin schreibe, der, wie soll man sagen, das Markenzeichen ist eigentlich Matthias Grimme. Mhm. Okay, Bondage. Wie würdest du Bondage beschreiben? Das Problem ist, Bondage gibt es ja in vielen Facetten. So, von irgendwie mentaler Bondage, wo ich sage, du bleibst jetzt so sitzen, du rührst dich nicht, egal was ich mache. So, und wenn du dich darauf einlässt, dann bleibst du halt so sitzen. Bis hin zu den üblichen Sachen, so Handfesseln, Leder, Handschellen, weiß der Geier. Und dann eben halt Seile, da gibt es dann irgendwie halt die amerikanischen Techniken, mit denen ich angefangen habe, die so eher aus dem wir fesseln das Vieh entstanden sind. Und also Spread Eagle ist so eine typische, also die Darfpfosten. Also alles aufgespreizt. Okay, Hände auseinander, Beine auseinander. Genau. Und dann bin ich irgendwie über japanische Fesselei gestolpert, die in Deutschland irgendwie nicht bekannt war. Wann war das? Wirklich. Das war irgendwie 96. So, und es gab aber keinerlei Informationen, wie man das macht. Und dann bin ich irgendwann über eine Seite gestoßen, die so Schritt für Schritt Bilder gezeigt hat mit englischen Erklärungen. Die Bilder hatten eine ziemlich schlechte Qualität, sodass man viel auch raten musste. Okay. Und dann hatte ich aber so eine ungefähre Idee, wie was funktioniert. Und dann hatte ich irgendwie einen Journalisten aus Japan kennengelernt, also einen deutschstämmigen Journalisten. Und den konnte ich dann, der hat mich eingeladen, den konnte ich dann besuchen im Jahr 2000. Und da hatte ich dann das Glück, dass er gleich schon irgendwie, da gab es eine Performance-Veranstaltung im Studio von ihm. Und dann sind das war aber in Deutschland? Nee, alles in Japan. Das war in Japan. Also du hast in Deutschland auf deiner Recherche den Journalisten kennengelernt, der dich dann nach Japan eingeladen hat. Genau, okay. Genau. Also der hat Artikel für uns geschrieben über das japanische Bondage und SM-Kultur da. Da gab es deinen Verlag schon? Ja, klar. Ah, okay. Ja. Also den Verlag gibt es seit 1988. Mhm. Jedenfalls war das so, dass ich halt dann die Situation so vorfand, dass es natürlich alles ein bisschen anders war als das, was ich auf diesen Schritt-für-Schritt-Anleitungen erkannt habe. Und dadurch, dass Steve irgendwie Japanisch halbwegs konnte zu der Zeit, konnte er mir alles übersetzen. Meine ganzen Fragen, die ich irgendwie dann halt an die Fessler und auch Fesslerinnen hatte, wieso denn so und wieso dies und wieso das. Und da habe ich dann das erste Mal gelernt, so geht das. Weil ihr auf einer Bondage-Veranstaltung wart, wo er dich mitgenommen hat und ja, du dann das alles dann live gesehen hast. Wurde ich vorgestellt natürlich. Das ist der SM-Magazin-Herausgeber aus Hamburg und der hat ein paar Fragen und bla bla bla.
Und die Japaner sind ja irgendwie super höfliches Volk. Das heißt, keiner hat gesagt, was ist das für eine blöde Frage oder so. Sondern die haben ja die Fragen beantwortet. Ich habe dann auch sehr genau zugeguckt, wie sie was gemacht haben. Ne? War dann so, dass ich irgendwie gesehen habe, also einige Sachen haben mir total gut gefallen, einige Sachen haben mir nicht so gefallen. Also für mich war nicht so, ah, das ist japanische Festelei, das ist alles toll. Sondern habe gedacht, das finde ich gut, das finde ich gut. Ah, wie sie mit den Mädels umgegangen sind, finde ich nicht so gut. So, das sind ja bezahlte Modelle mal gemeint. Ah, okay. Die halt aus dem Erwachsenen-Erotik-Bereich. Ah, okay. Mhm. Und die guten Modelle sind deswegen gut, weil sie besonders schön machen können. Mhm. Also leiden können. Mhm. Weil der japanische Kunde, der sich eine Show anguckt, der möchte irgendwie ein möglichst junges, nacktes Mädchen sehen, das irgendwie leidet. Aha, okay. Und sich schämt. Ja, und die guten japanischen Bondage-Modelle, die haben das halt drauf, ne? Und ich habe ja auch mit Japanerinnen Performance gemacht und in Japan. Und da war so eine, die erste, mit der ich was gemacht hatte, die sagte dann zu mir, nachdem wir uns zweimal so zur Probe getroffen haben, weil ich gesagt habe, wenn ich mit dir auf die Bühne soll, dann müssen wir erstmal gucken, ob wir miteinander Draht kriegen. Und dann sagte sie, wie willst du es denn haben vor der Show? Und ich so, hä? Wie müssen? Ja, neutral oder leidend? Und ich so, aha. Habe ich mir gedacht, so ein neutrales Gesicht, so, ja, ist auch irgendwie doof, leidend. Schon leidend, wenn schon, denn schon, die ja. Die ganze Zeit, die wir irgendwie miteinander vorher gefesselt hatten, war so, und hier, und ah, das fühlt sich gut an, und nee, und hast du Kerzen dabei? Ja, können wir ein bisschen mit Wachs machen. Hast du Nasenhaken dabei? Ja, können wir Nasenhaken einsetzen, und so weiter. Und da plötzlich dann eben halt so. So. Und konnte sie gut, ja? Das konnte sie ziemlich gut. Es führte leider, aber die ganze Aktion führte dazu, dass die junge Dame nach der Fesselei mit mir, genauso wie ihre Kollegin, mit der ich auch was gemacht hatte, hinterher gesagt hat, nee, Matthias, irgendwie du fesseln mit den Japanern, haben wir keinen Bock mehr. Da ist es immer alles schwarz und fesseln mit dir ist bunt und unterhaltsam. Mhm. Und seitdem gibt es irgendwie die Geschichte, die gerne Steve, weil es waren ja auch Modelle, die Steve irgendwie immer gerne gebucht hat, sagt, lass deine Modell nicht von Matthias fesseln, danach ist sie weg bei dir. Witzig. Also kannst du sagen, du bist durch Neugierde ans Bondage gekommen, weil du dann die Literatur in die Hände gekriegt hast? Ja, also die ganze Geschichte fing deutlich früher an. Na, dann hau mal raus. Ich war schon irgendwie als Kind von Seilen fasziniert. Aha. Ich habe auch immer irgendwie Seil mit rumgeschleppt, wie das so kleine Kinder machen. Hab dann, kaum war ich irgendwie halt 18, gab es hier in Hamburg im Schanzenviertel einen Comicladen und in diesem Comicladen gab es so im Hinterraum Heftchen mit Fesselei. Und das fand ich total toll. Mhm. Und da habe ich so gemerkt, dass ich eigentlich total Lust habe, irgendwie meine jeweiligen Freundinnen zu fragen, ob ich sie nicht ans Bett binden kann, bevor wir Sex haben. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und die Reaktion, ich meine, es ist halt 70er Jahre gewesen, Hochzeit der Frauenbewegung, die Situation war dann nicht so optimal. Es ging dann eher so nach dem Motto irgendwie, du weißt, dass es irgendwie frauenverachtend und demütigend ist und so weiter. Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Und das ist mir dann aber zweimal passiert, dass Frauen dann gesagt haben, ja, also ich liebe dich ja und wenn du dir das so wünschst, dann können wir das ja mal machen. Und beide Male sind die Frauen in dieser Gefesseltsein-Situation so abgegangen wie eine Rakete, dass sie sich über sich selbst erschrocken haben, weil es nun überhaupt gar nicht zu ihrem eigenen Selbstbild passte. Und danach war dann das Thema immer tabu. Aha, okay, interessant. Und dann habe ich irgendwie Ende der 80er Jahre habe ich eine Frau getroffen, die kannte ich schon ganz lange. Und die sagte mir, nachdem wir nach einer Woche miteinander rumgemacht haben, sagte sie dann, also Matthias, wenn du willst jetzt zum Orgasmus kommen, musst du mich ans Bett binden, anders funktioniert das dann. Nein! Was für ein Zufall! Lotto! Cool! Ja, und dann hatte ich aber irgendwie nachdem ich mich von ihr getrennt hatte, hatte ich aus irgendwie relativ zügig dann so ein Coming-out-Geschichte, dass ich halt festgestellt habe, ich
stehe nicht nur darauf, Leute zu fesseln, sondern ich habe mit SM was laufen. Mhm. So. Und habe dann eben halt das große Glück gehabt, ich meine, es gibt ja viele einsame Herzen in diesem Bereich, ja, aber das große Glück gehabt, also im Mai habe ich mein Coming Out gehabt und wie alt warst du da? 40, sagtest du? Ja, Mitte 30. Ah, Mitte 30, mhm. Und habe dann schon im September meine zukünftige Frau kennengelernt. Ah, okay. Die zu der Zeit in Berlin wohnte. Und da gab es ein lustiges Haar. Nee, ich will keine Beziehung. Nee. Kenne ich. Und ja, und dann haben dann irgendwie unsere Freunde gesagt, also Leute, ich meine, ihr macht hier jetzt seit einem halben Jahr rum. Irgendwie, das ist ganz offensichtlich, wenn man euch anguckt, ihr habt eine Beziehung. Steht dazu. Jedenfalls war es auch so, dass das eine lustige Zeit war, wo man irgendwie, das war, da hatten die Leute noch richtig Hunger. Das heißt, die Leute sind durch die Gegend gereist, so die ersten Partys. Also wir haben ja von den Schlagzeilen, haben ja die allererste Partyreihe, regelmäßige Partyreihe in Deutschland angefangen, im Molotow damals. Mhm. Januar 91. Und das war dann beeindruckend. Du machst eine Party, weiß nicht, gab es ja auch keine SM-Szene und nix. Gab so geheime Treffen und irgendwelche so unter dem Siegel der Verschwiegenheit laufenden Geschichten, aber du hattest überhaupt gar keine Idee, wie viele Leute gibt es denn, die genauso drauf sind wie du. Mhm. Es ist ja schon ein bisschen seltsam, dass du Bock drauf hast, dich verhauen zu lassen oder jemanden zu verhauen oder zu quälen oder zu fesseln. Mhm. Und dann haben wir diese Party gemacht, die erste Party, und dann, das kann doch nicht wahr sein, der Laden war rappelvoll. Ach krass, und wie habt ihr Werbung gemacht? Nur mit Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie? Wir haben das irgendwie in den Schlagzeilen angekündigt. Ach so. Und wir haben irgendwie halt Flyer in die damals noch relativ vielen SM-mäßigen Shots hier auf St. Pauli gelegt. Okay. Und haben natürlich irgendwie, da gab es ja noch nicht groß Internet oder so. Also, ja. Ja, ne? Klar. So, also viel über Mund-zu-Mund-Propaganda dann auch gelaufen und plötzlich waren die Leute da. 300 Leute. Und wir so, Und wie, also für dich war das Outen dann nicht schwer, so wie es ja für viele ist, dass sie zu ihren Neigungen stehen? Für mich war es so irgendwie, ich hatte, Andrea sagt immer so, ich wäre so ein klarer Fall von Coming-out-Seligkeit gewesen. Also, Herr Ober, ich bin Sadomasochist und dann hätte ich gerne eine Pizza und dann ein Glas von dem Primitivo. Ich kriegte jeder aufs Brot geschmiert, der es nicht hören wollte. Okay, und weil du sehr extrovertiert bist. Ich bin halt relativ extrovertiert, gerade wenn ich was Neues entdeckt habe. Okay, cool. Ich habe halt alle genervt. Deswegen, die nächste Frage ist wahrscheinlich für dich, erübrigt sich, inwieweit spielt BDSM in deinem Leben eine Rolle? Mehrere Rollen. Das Lustige ist, ich meine, man muss dazu sagen, ich habe zu der Zeit, als ich mein Coming Out hatte, habe ich in der Beratungsstelle und Café für chronisch psychisch Kranke gearbeitet. Mhm. Und der NDR hatte uns dann irgendwie entdeckt und hat uns auf die Rote Couch gebeten, Rote Couch-Geschichten irgendwie so. Uns heißt wen entdeckt? Leute aus der SM-Szene, also von der Redaktion, aus dem Bereich der Schlagzeilenredaktion. Und dann fand auch irgendwie der gerade seit einem halben Jahr Talkshows machende Alfred Biolek das interessant. Nicht Biolek, wie heißt der? Doch, der heißt so. Nein, ich meine jetzt nicht Biolek. Biolek war viel später. Ach so, weiß ich nicht. Hans Meiser. Ah, okay. Hans Meiser hat das Thema ganz interessant und plante dann eine Sendung und hatte dann uns, fragen wir Andrea, dann ein anderer Redakteur von den Schlagzeilen und ich waren Teil dieser Truppe, die eingeladen war, und dann noch eine Domina aus München und ihre Zofe. Mhm. Und wir durften irgendwie die Telefonnummer unseres Schlagzeilenberatungstelefons dort irgendwie publizieren in dieser Sendung. Wir hatten dann jemand, der quasi am Beratungstelefon hat, und diese Freundin Iris von uns, die hat 3 Tage durchtelefoniert. Echt? Krass. Wir haben so viele Anrufe gekriegt, das Telefon stand nicht still. Und die wollten dann Abonnements haben? Nein, die wollten erstmal so toll, normale Leute, wir sind nicht alleine. Normale Leute, ja, cool. So. Wir waren zwar an Leder aufgelaufen, aber irgendwie, so wie wir geredet haben, waren halt normale Leute.
gar nicht pervers. Das ist gar nicht so, man war nicht die Perverse, ich bin ja pervers, ja. Sondern irgendwie so. Und das Lustige ist irgendwie, in diesen ganzen vielen Telefonaten gab es 3 negative Reaktionen. Alle anderen haben einfach gesagt, das ist toll. Cool. So. Und das haben wir eben halt auch ganz viel gehört. Und ich habe dann natürlich vor dieser Sendung, in der ich ja war, habe ich dann meiner Geschäftsführerin gesagt, irgendwie, also das war so und so, ich bin irgendwie morgen zum Thema SN irgendwie so, ne? Und daraufhin guckte sie mich an und meinte, naja, Grimme, wenn Sie meinen, dass wir das machen müssen, dann ist das schon in Ordnung. Super, Punkt. Super Reaktion. Ja. Anders war es, ich habe zu der Zeit, habe ich noch einiges an Männerarbeit gemacht, also Emanzipationsarbeit für Männer, also nicht die Männer von wegen, ah, wir sind die armen Opfer, die Frauen sind die Bösen, sondern irgendwie, was fehlt mir als Mann, was drücke ich immer weg? Ach, cool. Wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Warum kann ich meine Gefühle nicht zeigen? Warum reagiere ich auf die Frage von der Frau, warum machst du das immer mit, weiß ich nicht. Ja. Und da war aber dann so, dass da die meisten sagten, also okay, du bist jetzt zu den Feinden übergelaufen, weil du jetzt Frauen schlägst. Und wir sind eigentlich dagegen. Ah, okay, krass. Gab zu der Zeit auch dann noch einen Verein, der sich um Männer, die Frauen schlagen, kümmert, also therapeutische Maßnahmen macht, damit das nicht passiert. Und die haben es dann einfach, viele von denen haben es nicht wirklich geschnallt. Mhm. Dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ja, klar. Ja. Und jetzt heute, BDSM ist ja ein Teil von dir. Ja. Ne? Also das kann man ja gar nicht mehr wegdenken. Das ist ja so, Privatberuf ist ja eins geworden. Ne? Ja, ja. Genau, würde ich auch so sehen. Ja, Matthias, wie hat dich denn die Japan-Reise beeinflusst? Naja, die Japan-Reise hat mich dahingehend so beeinflusst, dass ich hinfort irgendwie über mehrere Jahre einmal im Jahr nach Japan gefahren bin. Ah, okay. Also geflogen. Und dann im vierten Jahr bin ich eben halt dann mit Nicole geflogen. Und wir waren dann, also es gab vorher einen Westler, der auf einer japanischen Bühne performt hat. Aber wir waren das erste Westler-Paar, was jemals auf einer japanischen Bühne mit Bondage performt hat. Mhm, krass. Und zu der Zeit gab es noch ein zweites Modell. Nicole blond, etwas kräftiger geformt. Das zweite Modell dunkelhaarig, irgendwie so sehr slim. Und deswegen war das eigentlich gut, weil es die Japaner waren einerseits fasziniert von Nicole, oh, darf ich mir die Titten anfassen? Besonders die Dominas da ab. So ging dann so nach dem Motto, dass wir da anfassen, so über Übersetzung und sie dann. Die Japanerinnen pieksten auf Nicoles Busen Nicole rum und freuten sich. Genau, fanden das super geil, weil die in Japan, das war zu der Zeit, war es noch nicht so mit den künstlichen Vergrößerungen, sondern die japanischen Frauen sind ja eigentlich relativ flach. Ja. Und die fanden das natürlich geil, eine Frau, die wirklich echt große Titten hat und dass die wirklich echt sind und dass man das merkt, dass die echt sind. Jedenfalls war das eine lustige Zeit, dann sind wir noch ein paar Mal zusammen zu dritt da gewesen und dann war das zweite Modell Geschichte und danach bin ich dann mit dem Kollegen. Und so hier in Hamburg, hast du dann das, was du dort auch gelernt hast, so ja, in Hamburg das ist, gleich? Ja, ich habe dann natürlich, ich bin aus Japan zurückgekommen und war natürlich mega geflasht und hab dann irgendwie, natürlich wollten alle wissen, was hast du für Fotos gemacht? Oh, das ist Bondage gesehen. Also habe ich dann irgendwie so Veranstaltungen gemacht, wo wir irgendwie in dem einen SM-Café, was es ja leider nicht mehr gibt, zusammengesessen haben, die alle die Fotos rumgereicht haben. Habe ich dann hinterher gedacht, so, die Fotos wären auch noch komischer von den Angetatsche. Die stelle ich auf eine Webseite. Die so, habe ich dann auch gemacht. Und das ist der Anfang von meiner Webseite gewesen. Also ah ja. Einfach nur die Bilder, die ich in Japan fotografiert habe, zu zeigen. Ja, und inzwischen ist das irgendwie die älteste deutsche Webseite zum Thema Japan-Fisselei. Cool. Du hast deine Bücher ja schon angesprochen. Du hast schon einige Bücher geschrieben. Wann hast du denn dein erstes Buch veröffentlicht und wie kam es denn dazu?
Die Schlagzeilen gibt es ja, wie gesagt, seit 1988 und es gab in den Schlagzeilen eigentlich immer eine Rubrik Sicherheitsbrevier. Das heißt, wo bestimmte Themen aufgegriffen wurden und wo es darum geht, worauf muss man achten, wenn man mit Nadeln spielt, worauf muss man achten, wenn man irgendwie fesselt, worauf muss man achten, wenn man irgendwie mit Demütigung spielt und so weiter und so weiter. Also Sicherheitstipps. Und die meisten Sicherheitstipps, die, ich meine, wir sind damals noch, glaube ich, viermal im Jahr erschienen, aber die meisten Sicherheitstipps habe ich dann geschrieben, weil mit meiner Erstausbildung als Krankenpfleger hatte ich natürlich ein relativ großes medizinisches Wissen. Mit meiner zweiten Ausbildung als Sozialarbeiter hatte ich natürlich auch ein gewisses psychologisches und so weiter Wissen zum Thema Kommunikation und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist eigentlich ziemlich cool, das Ganze kann man zu einem Buch machen. Und dann habe ich die schon von mir geschriebenen Texte genommen, die ein bisschen überarbeitet und habe dann gedacht, und das fehlt noch und dann muss ich das noch und dann da noch und dann das noch und dann das noch und dann das noch. Und dann haben wir, glaube ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube 1996, das SM-Handbuch hatte ich dann fertig. Und 1998 ist dann irgendwie das Bondage-Handbuch rausgekommen. Es ist ja wirklich so, und ne? Das ist total witzig, das hätte keiner von uns gedacht. Ich habe jetzt bei beiden Büchern, haben wir im Laufe der Jahre über 80.000 Stück verkauft. Ich wollte es gerade sagen, ich bin in keinem Domina-Studio gewesen, wo nicht dein Buch liegt. Ja. Die liegen überall, die sind überall vertreten, also egal, wo du hingehst, was mit halt SM zu tun hat. Genau. Das ist halt der Standard, also die Standard-Basic-Sicherheitssachen. Man kann natürlich, gibt immer wieder Leute, die sagen, oh Matthias, das habe ich aber in deinem Buch anders gelesen. Sag ich, ja, Hasi, wenn du irgendwie einfach so viel Erfahrung hast und so viel Wissen hast, dann kannst du natürlich auch über das, was ich da geschrieben habe, hinausgehen. So, aber das ist erstmal das, wenn du das dich daran hältst, was da in dem Buch steht, dann bist du in der möglichst sichersten Seite, die man überhaupt sein kann. Natürlich kann immer irgendwas schief gehen, aber wenn ich mir jetzt aktuell die Situation anhöre von vielen Leuten, viele Leute, von jungen Leuten sagen, wieso, das ist doch alles gesunder Menschenverstand. Ich brauche keine Workshops, das weiß ich doch alles. Klugscheißer gibt es ja immer. Und dann hatte ich irgendwie vor kurzem, durfte ihn auch zitieren in einer meiner Kolumnen, einen Arzt aus Berlin, der regelmäßig mit SM-Unfällen zu tun hat und der dann mal geschrieben hat, dass er irgendwie im Laufe von 2 Jahren 3-mal Pneumothorax gehabt hat, weil die Leute so blöd waren und die Nadel frontal in die Brust gesteckt haben. Was ist das? Dass der Lungenflügel zusammenfällt. Oh mein Gott! Und der sich dann nicht mal eben wieder aufrichtet. Also, so. Okay, krass. Also, ne? Ja. Und alle möglichen anderen Sachen, ne? Weil heftig. Bei Nadelspielen steckt man Nadeln eigentlich nicht Pong rein, sondern macht sie nach einem raus. Ja. Gut, da dachte ich auch, dass es selbstverständlich wäre. Aber dumme Menschen sterben nicht aus. Du hast auch schon deinen Verlag mehrmals angesprochen. Dein Verlag ist wie viele Jahre jetzt alt? Ja, also ich bin schlecht im Rechnen. Ich auch. Deswegen. Wann war der nochmal gegründet? Also wir sind jetzt 33 Jahre. War im letzten Jahr. Ja. Ne, 88. November 88 ist Ausgabe 1 rausgekommen. Boah, krass. Und wie kamst du auf die Idee, ich bringe einen Verlag raus zum Thema? Die Sache, mein SM Coming Out ist irgendwie entstanden in einer Woche, wo ich in meinem lieblingsschwulen Buchladen war, hier am neuen Pferdemarkt in Hamburg, der Männerschwarm. Da habe ich immer meine Kondome gekauft. Okay. Weil das für mich der dichteste Laden war und hätte keinen Bock, irgendwie halt in irgendeinen anonymen Sexshop zu gehen, sondern wollte dann lieber irgendwie da. Ich kannte da auch einen. Hast du da schon auf dem Kiez gewohnt? Da habe ich noch fast auf dem Kiez gewohnt, okay. Also irgendwie an der Holzenstraße. Mhm. Und da bin ich dann, obwohl ich regelmäßig in diesem Laden war und auch manchmal einfach nur in dem Laden war, weil ich halt die Leute, die ich dort kannte, besuchen wollte, die dort gearbeitet haben, über die Schlagzeilen gestolpert. Die ersten 6 Ausgaben.
Ach so. Ja. So, ich meine, 88 gegründet, ich bin seit 1990 erst dabei. Ach so. Ja, waren die ersten 6 Ausgaben und ich so, das kann doch wohl nicht sein. Ich gehe regelmäßig, wie lange habt ihr die denn schon? Ja, irgendwie seit 2 Jahren. Und ich so, hä? Hab sie immer nicht gesehen. Na ja gut, die lagen im Regal mit ganz viel schwulen Heftchen, ne? Ja, da warst du nicht so geguckt. Da habe ich nicht so geguckt. Ja, und dann, das war das eine, ich bin dann mit diesen Heften nach Hause gegangen. Das andere war, zu der Zeit habe ich in der schwulen WG gewohnt. Und dann sagte irgendwie mein Mitbewohner, du, irgendwie ein Kumpel von mir kommt nachher vorbei, du hast doch einen Kassettenrekorder, wo man was aufnehmen kann. Dem seiner ist kaputt, ich habe auch keinen. Kann er das auf deinem Kassettenrekorder aufnehmen? Der macht da so eine politische Veranstaltung. Und ich so, ja, und dann habe ich den gefragt, was ist denn das? Ja, das ist so ein Forum, wo wir regelmäßig irgendwie Veranstaltungen machen, Gewalt und Herrschaft, geht um Sadomasochismus. Und ich so, ja, klingt interessant. Und parallel dazu habe ich auch eine Kontaktanzeige irgendwie, in der Szene, glaube ich, geantwortet, wo eine Frau geschrieben hat, ich suche jemanden, der bereit ist, mit mir meine Grenzen auszuloten. Das fand ich irgendwie spannend. Mit der habe ich mich dann getroffen. Mhm. Und die war sehr offen dem, was sie geredet hat. Und ich habe ihr dann auch so von meinen sexuellen Fantasien, die eben halt nicht nur ein bisschen fesseln waren, sondern deutlich weit gingen. Und die sagte zu mir, ist ja ganz klar, du bist so ein Sado. Und ich so, was bin ich? Oh mein Gott. So. Und zu der Veranstaltung war ich dann auch eingeladen und bin ich dann auch hingegangen. Und dann habe ich irgendwie so nach der Woche gesagt, nachdem ich irgendwie so die Schlagzeilen, dann diese Veranstaltung und dann dieses Gespräch, dachte ich mir, ja, genau. Stimmt. Ist so. Hatte dann natürlich irgendwie Schwierigkeiten, als ich meine Frau kennengelernt habe, meine zukünftige. Und an dem ersten Abend sagte sie, ob ich noch mit zu ihr nach Hause kommen wollte, also in der Nacht, mit zu ihr nach Hause kommen wollte. Ja. Auf einen Kaffee? Nee, es war klar, wir hatten da schon ein bisschen rumgespielt und dann habe ich sie irgendwie gefesselt und dann sagte sie, jetzt ist es ja... In der ersten Nacht hast du sie schon gefesselt? Ja, es ist ja ganz schön mit dem Fesseln, aber du musst mich jetzt auch noch hauen. Und ich so, Gott. Und Andrea hat mir dann hinterher erzählt und gesagt, ach du Scheiße, ein Nachboxer, dem muss ich alles beibringen. Hat sie dann auch gemacht. Ach, wie witzig. Ach, bitte, der Rohrstock so kommt, nein, da musst du ein bisschen länger nehmen, nein, du musst ein bisschen kürzer. Ja, jetzt, das hat mich wirklich getroffen. Ach, wie witzig. Anderthalb Jahre habe ich irgendwie quasi, ich hatte zum Glück, bin ich von der Person nicht so, dass ich sage, mir gibt jemand einen Tipp und ich sage, ja, ist mir doch egal, ich mache jetzt doch, was ich denke. Mhm. Ich war halt schlau genug in der Situation, darauf zu achten, was ich an Tipps gekriegt habe und versuchen, das, diese umzusetzen. Mhm. Und das aus mir ein halbwegs vernünftiger, aktiver Sado, was auch immer geworden ist, das habe ich letzten Endes unter anderem meiner Frau zu verdanken. Ach cool. Weil du wirst nur gut als aktiver, egal ob das Fesseln, ob das Hauen oder was sonst was ist, wenn du bereit bist, irgendwie mit den Rückmeldungen, die du von der Person, mit der du umgehst, was anzufangen, wirst, ja. Da absolut. Bist du dir. Das absolut. Ganze funktioniert aber nur, wenn du was mit Leuten machst, die Rückmeldungen geben. Ja. Deswegen ist ja so eine der Grundspielregeln bei der Fesselei unter anderem, die ich immer in den Workshops, die ich mache, sage, ist, du brauchst jemanden, der sprechen kann, den du fesselst. Weil nur dann, wenn der sagen kann, da habe ich ein Problem, dann kannst du auch was dagegen tun. Auf der anderen Seite braucht man auch jemanden, der, wenn er irgendwie die Information kriegt, da habe ich ein Problem, auch in der Situation, denn... Sagt, okay, welches Problem? Okay, du hast keine Füße, ich hole dir mal den Sack. Mhm. Oder weiß der Geier. Absolut, aber man lernt definitiv total von seinen, bei mir sind es ja die Gästen, bei dir sind die normalen Spielpartner. Genau. Die bringen dir so viel bei. Ja. Natürlich das Wissen, was du hast mit diesen ganzen Erfahrungen aus diesen Sessions, die man gemacht hat, lassen dich wachsen und zu der Person sein, die man heute ist. Ja. Weil du lernst so viel, die anderen haben mehr Erfahrung. Ich habe auch irgendwann natürlich mal angefangen. Und von diesen ganzen Gästen, die mir auch dabei Tipps gegeben haben, Feedback gegeben haben, dadurch wächst du ja und entwickelst dich weiter. Ja. Deswegen sage ich auch immer, wenn ich in Workshops bin, sage ich, ihr glaubt jetzt, dass ihr nur dazu da seid, dass ihr was von mir lernt. Nein, ihr seid auch dazu da, dass ihr was von euch lernt. Ja.
Ja, und cool. Genau, nochmal zurück zu den Magazinen. Du hattest diese Magazine, die haben dich dann geflasht, als du die dann hattest und hast gesagt... Dann habe ich gleich die habe ich Brief geschrieben. Du hast einen Brief geschrieben? Ja, da habe ich erstmal geschrieben, also irgendwie, wieso ist auf dieser Veranstaltung, da, auf der ich war, keiner von den Schlagzeilenleuten gewesen? Ja. Die waren nur nicht zu erkennen. Die waren 5 oder 6 Leute von denen da. Aha. Ich habe schon, zu der Zeit habe ich schon irgendwie alles Mögliche geschrieben, hatte irgendwie schon 2 Bücher rausgebracht im Rowohlt Verlag. Dachte, also ich habe Schreiberfahrung, ich würde gerne irgendwie mitschreiben, mitarbeiten an dem Magazin, weil ich das so toll fand. Mhm. Dann habe ich einen Leserbrief noch geschickt, wo ich irgendwie ordentlich alles gelobt habe. Mhm. Und dann habe ich auch eine Kontaktanzeige aufgegeben. Ah ja. Hat sich auch jemand drauf gemeldet, auf diese Kontaktanzeige. Da war ich aber schon mit Andrea zusammen. Ah ja. Was dann dazu führte, da wir ja eine relativ offene Beziehung hatten, dass irgendwie ich dann eine Zeit lang dann irgendwie, ja, so die erste gespielt neben meiner Beziehung zu Andrea. Mhm. Und dann hat es... eine gute Freundin von uns. Ach so, schön. Und dann fanden die deinen Brief geil, haben dich eingeladen und als Journalist eingestellt. Auf dem Brief steht... soll mal vorbeikommen. Als Betreff. Genau. Hat irgendjemand dazu geschrieben. Und dann saß ich irgendwie lustigerweise in der Erichstraße 1. Da war der Verlag? In dem Raum, wo inzwischen mein Schlafzimmer ist. Nein! Auf einem schwarzen Ledersofa zusammen mit irgendwie nur der einen Redakteurin, weil alle anderen keine Zeit hatte. Und hab dann irgendwie ein Vorstellungsgespräch gehabt. Und dann hat die Redaktion gesagt, okay, ein Jahr zur Probe erstmal. Als Redakteur dann eingestellt? Ja, was heißt eingestellt? Das ist ja irgendwie eine Feierabendgeschichte gewesen. Ach so. Ja, ja, das ist eigentlich. Das war damals auch noch auf dem Niveau von der Schülerzeitung. Ah, okay. So, wir haben irgendwie halt, es gab ja keine Computer zu der Zeit groß. Aber war noch nicht. Das heißt, wir haben irgendwie die erste Schlagzeile ist Schreibmaschine geschrieben, dann verkleinert. Die Überschriften sind mit Letraset. Die Bilder waren irgendwo hergesammelt und dann über ein Kopierabo irgendwie und dann mit der Hand zusammengetackert. Ach, witzig, ja, okay. Also Ausgabe 1 kann man auch noch immer noch bei uns verkaufen. Also Nachdruck natürlich. Aber ja, witzig, cool. Und das hat dann eben halt im Laufe der Jahre, wir haben dann irgendwann dann den Verlag gegründet, das ist aber ein paar Jahre später gewesen. Das war dann so eine Situation, wo hatte sich einiges verändert in der Redaktion. Letzten Endes waren wir dann nur zu 5. Wir hatten einen Fotografen, der sagte, ja, also er braucht mindestens 1000 Mark, weiß ich nicht, um vernünftig Fotos für die nächste Ausgabe zu machen. Da haben wir aber gesagt, nee, sorry, aber das haben wir nicht. Und du lieferst uns dann 2 Fotos für die 1000 Mark. Nee. Dann ist der gegangen, dann hatten wir irgendwie zu viert waren wir da, also als ständige Redaktion. Ich hatte gekündigt im Gerhard Kuttner Club, da wo ich gearbeitet habe. Mhm. Nach 15 Jahren insgesamt Psychiatriearbeit hatte ich irgendwie so, das reicht jetzt. Mhm. War also arbeitslos. Und dann ging es darum zu sagen, ja, wir müssen das irgendwie auf ein vernünftiges, es geht nicht mehr als GbR, sondern wir müssen irgendwas, eine vernünftige Gesellschaftsform finden von dem Verlag. Und dann hat irgendwie der eine Redakteur hat bei Gruner und Jahr gearbeitet, die andere Redakteurin hat bei der Stadt Hamburg gearbeitet und Schulungen, Computerschulungen gemacht. Und der nächste Redakteur war Chefdesigner von einer großen Stahlfirma, die irgendwie so alles fürs Bad und alles für die Küche gemacht hat. Und dann haben mich alle angeguckt und gesagt, du bist arbeitslos, Matthias. Deswegen heißt der Verlag Caron Verlag Grimme KG. Mhm. Nicht, weil ich so irgendwie der Oberchef war, sondern... Weil du Zeit hattest. Weil ich derjenige war, der keinen Job hatte und der dann irgendwie halbtags regelmäßig quasi im Büro für die Schlagzeilen gesessen hat. Ach, wie witzig. Ja, dann haben wir erst unser erstes Büro gehabt, irgendwie gegenüber von Gruner und Jahr. Ich habe einmal gesagt, Gruner und Jahr sitzt bei uns gegenüber. und dann sind wir irgendwie nach St. Pauli gezogen und jetzt sitzen wir ja da, wo du weißt, dann irgendwie in dieser lustigen Reihung irgendwie Hospiz, Verlag, Stoffmanufaktur, also Stoffdesign, Manufaktur,
Kindergarten und der Verein der Verfolgten des Naziregimes. Ach. Diese Reihung gibt es, glaube ich, nirgendwo sonst auf der Welt. Wahnsinn. Und Schlagzeilen und mittendrin. Alle gut miteinander auskommen. Cool. Egal ob Kindergarten oder ob. Ja, hier Hamburg ist ja auch so ein Dorf, ne? Ja, sag mir jetzt mal, wie bist du denn eigentlich so groß und bekannt geworden, wenn es um das Thema Bondage geht? So, es ist natürlich so, dass wenn du irgendwie was Neues entdeckt hast und das auf den Bühnen zeigst, dass das ziemlich viele Leute inspiriert. Besonders wenn es irgendwie eine Technik ist, die vorher so gut wie gar nicht bekannt war. Und dass dann irgendwie die Leute ein Interesse haben, das zu lernen. Und dann gucken sie irgendwie, ja, wer hat denn das gemacht? Und da ich zu dem Zeitpunkt schon irgendwie einen Namen hatte. Also es gab ja das SM-Handbuch und das Bondage-Handbuch und es gab die Schlagzeilen. Das war dann irgendwie, ach ja, das ist der Matthias von den Schlagzeilen. Ja. Bondage-Handbuch, ja, das habe ich auch zu Hause stehen. So, also das hat sich quasi dann gegenseitig gepusht. Mhm. Und es gab ja auch Messen, wo wir aufgetreten sind. Und das heißt, wir hatten in den ersten Jahren, also haben wir irgendwie, weiß ich nicht, über 1000 Shows gemacht. Mhm. Krass. Hatten dann zum Beispiel so solche Veranstaltungen wie die Venus in Berlin, mhm, auf der Fetisch, in der Fetischhalle, wo wir dann irgendwie jeden Tag 3 bis 4 Shows hatten. Und dann stand ich noch auf der Bühne mit dem Headset und habe irgendwie davon erzählt, wie man Bondage richtig macht. Mhm. Aus versicherungstechnischen Gründen durften die Leute nicht mitfesseln, was ich irgendwie doof fand. Aber die Leute haben immer gebannt zugehört. Mhm. So, und dadurch, dass ich eben halt dann quasi ein relativ großes Forum habe, war dann eben halt so, dass die Leute sagten, naja, also dann gibt es natürlich eben eine ganze Menge Leute auch, die sagen, ja, ach der Grimme, ach der Grimme, ach der Grimme. So, nee, also den Grimme will ich nicht. Die erfahren immer Leute von Leuten, die bei unseren Workshops waren, wenn die mal woanders sind, dass sie dann sagen, ja, aber das ist ja falsch, was ihr da fesselt. Oder benehmt euch nicht, sagen nicht richtig. Ja, was haben wir bei dem Grimme? Ach so, der Grimme. Was? Ja, das ist irgendwie so lustig. Also es traut sich keiner, mich direkt anzuschießen, sondern man erzählt irgendwelchen Unsinn. Also man hat eine Zeit lang hier in Hamburg erzählt, ja, also der Grimme ist total gefährlich, weil der hat ja irgendwie Nicole irgendwie in den Rollstuhl gebracht. Und die aber ist so doof, dass sie danach sich hat weiter von mir fesseln lassen und dann nochmal im Rollstuhl gelandet ist. Was? Oh mein und Gott. Wir haben uns dann überlegt, woher das kommen kann. Och, ich hasse sowas. Ja, okay, Nicole hat sich bei einem Fotoshooting mit irgendwelchen Fotografen, hat sie sich mal den Knöchel 2-mal gebrochen. Und da wir halt Auftritte hatten, gebucht waren, und Nicole sagt, es ist mir egal, wir sind gebucht, wir gehen auf die Bühne, ist Nicole mit ihrem roten Gipsbein irgendwie auf die Bühne getragen worden teilweise, weil sie Treppen nicht gehen konnte. Und ich habe dann ganz super mega vorsichtig irgendwie Shows mit ihr gemacht. Und dann habe ich irgendwie immer mal wieder Leute im Rollstuhl fotografiert. Da kommt wieder der Neid und die Missgunst raus. Ah, ich hasse das. Ist immer so das Gleiche. Aber wie gesagt, sie trauen sich nicht, das Menschen ja, zu sagen. Ja, ja. Das ist halt so, die Menschen. So, kommen wir jetzt nochmal zu deinem Leben und deinen Zielen. Hast du in deinem Leben schon alles gesehen und erlebt oder hast du noch To-Dos auf deiner Bucketlist? Das Coole ist, ich hatte 4 Lebensträume, die ich erfüllen wollte. Mhm. Den einen Lebenstraum habe ich leider relativ früh geskippt, weil ich festgestellt habe, meine literarischen Fähigkeiten sind nicht so gut, dass ich wirklich Literatur schreiben kann. Das heißt, mit dem Literaturnobelpreis ist nichts geworden, das habe ich geskippt. Ich hatte aber irgendwie, ich möchte gerne vom Schreiben leben. Ich möchte eine Beziehung haben, in der ich glücklich bin. Und ich möchte eine Chosen Family haben. Also
irgendwie einen Freundeskreis, der irgendwie meine selbstgewählte Familie ist. Schön. Und dann stand ich da mit Mitte 50 und dachte mir, fertig. Habe ich. So. Also würdest du sagen, dass du glücklich bist? Und hab dann irgendwie, ja, das ist, du hast deine Lebensziele erreicht. Mhm. Und dann hast du quasi die umgekehrte Midlife-Kreise. Oh. Du erreichst sie nicht, deine Ziele. Hast du umgekehrte Midlife-Kreise. Da bin ich ganz schön ins Schwimmen gekommen. Ja, woraufhin lebe ich denn jetzt? Ja. Muss ich mir jetzt neue Ziele stecken, mhm, oder so? Und dann habe ich aber gesagt, nee, genieß es aus dem Vollen. Okay. Und natürlich bleibst du offen für Sachen, neue Sachen zu lernen, neue Sachen zu machen. Klar, aber du musst nicht mehr irgendwann auf was hinarbeiten, mhm, sondern du kannst da ganz entspannt sein. Ich kann auch ganz entspannt sagen, okay, ich habe mein Leben so gelebt, wie Millionen von Menschen träumen, dass sie so leben könnten. Mhm. So, also ich habe alles gehabt, was ich haben kann. Ich will natürlich noch mehr davon, ne? Also noch mehr Zeit mit Andrea, noch mehr Zeit mit Nicole, noch mehr Zeit mit meiner Family, noch so. Mhm. Klar, aber schön. Ich bin halt also glücklich, glücklich, glücklich. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Es gibt Momente, wo ich mich glücklich fühle. Aber es gibt natürlich auch alle möglichen Sachen. Ich meine, es gibt ein scheiß Corona, es gibt das, das Wetter. Ist ja, aber das ist ja alles, wie man die innere Einstellung hat, genau, und wie man damit umgeht. Genau. Ja, sehr wertvoll. Danke fürs Teilen. So, kommen wir noch mal ein bisschen zum Punkt Werbung. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich will auch Bondage lernen von Matthias höchstpersönlich, wie kann ich das machen? Also, es gibt diese Seite eben halt seit 2000, die nennt sich Bondageprojekt mit C.com, also bondageproject.com. Und auf dieser Seite findet man erstens alle meine Termine, also wo ich mich rumtreibe. Mhm. So Shows, ne? Von Messen. Ja, Shows sind ja nicht so viele, Messen sind ja auch nicht so viele. Ja. Aber von Shows über Workshops, auch externe Workshops, also wir sind irgendwie einmal im Jahr sind wir in Dresden. Wir sind auch immer wieder in Hannover und so weiter, also die ganzen Termine. Und unter den Terminen ist eben halt auch, ich glaube, 6 oder 7 Mal im Jahr 3-Tage-Workshop Bondage bei uns hier in Hamburg und ein in Berlin. Das sind so die, die wir selbst organisieren. Dann gibt es unter Terminen auch so Schnupperkurse. Also wir haben halt so 3 Stunden Seminare so zu Bondage Basics, zu worauf muss man beim Hauen achten, was muss man da wissen, bis hin zu temporäre Piercing, also Nadelspiele, was die Leute halt buchen können. Lassen sie halt zu uns in unserem Workshop-Raum kommen, der in Altona ist, also relativ zentral. Man kann aber eben halt auch so wie heute Abend, kann man eben halt auch sagen, ja, also ich bin dieses Wochenende in Hamburg und mir ist sowieso so ein Gruppenunterricht eigentlich zu viel. Ich möchte gerne irgendwie euch beide für einen Privatworkshop buchen. Mhm. So, du kannst eben halt auch sagen, irgendwie, ich habe ein geiles Studio. Ja. Und in diesem geilen Studio würde ich gerne irgendwie mal einen Workshop-Abend mit Matthias und Nicole machen. Dann kann man uns buchen. Auf der Webseite stehen die Preise. Wunderbar. Mir ist sehr wichtig, dass ich da immer sehr klar bin. Also was kostet das, wenn man mich für einen Privatkurs bucht? Und so weiter und so weiter. Dann gibt es auf dieser Webseite irgendwie alles Mögliche an Informationen. Nun ist diese Webseite ja schon länger da. Das heißt, sie war mal gut strukturiert, aber inzwischen ist da noch was dran und da noch was dran und da noch was dran und da noch was dran. Deswegen empfehle ich immer allen, es gibt ein Inhaltsverzeichnis. Geh nach dem Inhaltsverzeichnis. Und dann gibt es eben halt so Sachen da in diesem freien Bereich wie Tutorials, so Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Also nicht ausführlich erklärt, sondern einfach nur so mit Bildern. Es gibt irgendwie kleine Performance-Serien, damit man so eine Idee hat, was kann man irgendwie performancemäßig machen. Und
alles Mögliche, was man zum Thema Seile wissen muss, was man sonst so wissen muss. Also cool. Ist ein sehr umfangreicher Bereich. Und dann gibt es den Members-Bereich, wenn man irgendwie Lust hat auf Bilder, Matthias fesselt. Ah, okay. Dann muss man bezahlen, alles andere. Ja, nö, ist auch richtig so. Dann habe ich ein bisschen Spoiler-Alarm hier, weil wir saßen ja letztens zusammen und haben eine mega geile Idee, die wir zusammen rausbringen wollen. Und zwar wird es demnächst einen Online-Kurs geben in der Mistress Academy von Matthias und Nicole. Und da gibt es alle Informationen zu dem Basic-Knoten und so weiter und so fort. Ich spoilere noch nicht so viel, aber schon mal halte die Augen auf, wenn du Interesse an einem richtig geilen Online-Kurs hast zum Thema Bondage, weil du keine Möglichkeit hast, einen Workshop zu besuchen, dann schau auf meine Website, da wird es das bald zu finden geben. Da müssen wir noch ein bisschen fleißig sein, aber das kriegen wir alles hin. Ich denke, in ein paar Monaten ist es soweit. Cool, dann freue ich mich sehr darauf. Jetzt gibt's einen Aktionsteil. Und zwar bin ich nur in einem Workshop gebondaged worden. Ich selber hatte noch kein richtig professionelles Bondage in dem Sinne. Und deswegen wird Matthias mich jetzt fesseln. Ich bin gespannt, was du machst. Ich habe deswegen auch schon hier mein Sporty Spice Overall an. Natürlich mit einer Latex-Corsage, damit es auch ein bisschen zum Thema passt. Ich bin barfuß und freue mich darauf, wenn ich jetzt mal von dir schön stramm gefesselt werde. Und du hast mir schon vorgewarnt, es wird Spuren geben. Okay, ich bin gespannt. Ich stehe vor Matthias und es geht los. Er wickelt das Seil zweimal um meine Hände. Und das ist der Basic-Knoten, damit meine Hände jetzt vor meinem Bauch zusammengefesselt sind. Mach einen Doppelknoten, damit ich auch richtig safe bin und mich nicht raus manövrieren kann. Meine Hände wandern über den Kopf nach hinten in den Nacken. Meine Haare kommen nach vorne, sonst sind die gleich mit eingefesselt. Und jetzt wandert das Seil. Und ich spüre Matthias sehr stark hinter mir, seinen ganzen Körper. Er wickelt das Seil um meinen Bauch, unter der Brust rum, damit meine Hände jetzt hinterm Rücken fixiert sind. Und jetzt ist das Seil nochmal über meine Brüste, oh, es wird stramm, über meinen Brüsten geführt worden. Ich befürchte, wenn ich das auf die Toilette muss, habe ich ein Problem. Ich helfe dir. Du hilfst mir. Du hast ja auch gesagt, so eine Fesselung ist wie eine feste Umarmung, ne? Mhm. Hattest du beim letzten Treffen mir gesagt. Jetzt wird das Seil nochmal um meinen Arm gewickelt. Ja, stimmt. Es fühlt sich schon sehr fest und stramm an. Ich habe da ja selber nur die Erfahrung, dass ich gefesselt wurde oder halt in einem Workshop, dass ich so bestimmte Knoten an mir geübt wurden. Aber so eine richtige Fesselung habe ich noch nicht hinter mir. Ja, dann wird es ja mal Zeit, ne? Dann wird es Zeit. Und ich dachte, das nutze ich hier, den Anlass, dass ich dich interviewe. So, meine Hände sind hinterm Rücken gefesselt. Meine Ellenbogen oder meine Arme sind auch zusammen fixiert. Und stehen mir so eine Seile? Ja. Sieht gut aus? Ja. Schön. Hätte ich natürlich sagen müssen, dass du kein Bügel-BH unterziehen darfst. Ach so, nee, drückt nichts. Aber wir wollen dich auch nicht hinhängen. Nee, wollen wir nicht hinhängen. Warum nicht? Meine Haare, genau, werden noch dekoriert. Weil auch gut aussehen, ne? Damit es auch gut aussieht. Und das ist jetzt eine typische Oberkörper-Bondage, ne? Genau. Oh, da muss man auch gut gedehnt sein, ne? Was hier die Arme angeht. Du sagst, wenn es sich doof anfühlt. Ja, ist auf jeden Fall ungewohnt, die Arme so nach oben zu haben. So, jetzt kriege ich noch ein Seil zwischen den Beinen durch.
Einmal um die Taille und von hinten nach vorne geführt um den Oberschenkel. Und jetzt wird mein anderer Oberschenkel noch dran, ja, der ist dran. Und das sind so Basic-Knoten, ne? Genau. Das haben wir auch bei dir im Workshop gehabt, auf jeden Fall, als ich mit der Mistress Academy mein Event hatte. Damit die Newcomer-Dominas auch richtig schön Bonnisch vom Profi lernen. So, jetzt werden meine Beine noch wieder mit dem... Oh, es geht wieder zwischen Beine. Ja, alles so mit dem Band um die Hüfte verknotet. Okay, er baut mir einen Stringtanger. Er baut mir einen Hanfseil-Stringtanger. Jute. Oder ist das Jute? Jute. Okay. Das ist die Jute-Jute. Ich habe einen Jute-Stringtanger. So, sitzt in Ordnung hier? Ja. Drückt auch nicht zwischen die Beine? Nee. Fühlt sich gut an. Geht so. Nee, so. Ist gut. Jetzt sehen wir mal zu, dass die Hände Was machst du jetzt? Das Ober... Jetzt kommen die Hände wieder nach unten wahrscheinlich. Jetzt befreien wir dich aus der eher anstrengenden Situation. Ja, das ist auch auf Dauer eine ungemütliche Position. Das ist das echt ungemütliche. Ja. So, da wir hier an den Knoten jederzeit rankommen, nennt man diese Sache auch, das ist der Notausgang. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwie vorher jetzt gesagt hättest, oh, meine Hände kribbeln oder es fühlt sich doof an oder weiß der Geier, hätte ich dir jederzeit die Hände aufmachen können. Okay. Das ja. Auch so. Und wenn es vernünftig gefesselt ist, dann kann ich hier immer noch irgendwie... Ich werde nach vorne und nach hinten geschleudert. So machen, ne? Ja, okay. Dann bleibt die Bonnisch immer noch zu. Damit der Master mich hier richtig schön am Schlawittchen hat. Ja. Aber es fühlt sich nicht unangenehm an, so fest eingebunden zu sein. Okay, die Tillys sind auch wieder frei und leben wieder. Jetzt habe ich nur noch das Höschen an. Das Fesselhöschen. Hallo. Ich stehe wieder. Hände bei mir auf die Schultern. Matthias steht direkt über mir. Nee, vor mir. Ah, ich werde getragen. Also, das wäre jetzt theoretisch was, wo man Seil nach oben an eine Befestigung machen könnte. Mhm. Und dann ist es was, wo du halt schaukeln kannst drin. Mhm. Ah, okay. So, letzten Endes ist das sowas Ähnliches. Also da müsste man aber das hier raus, das Seil zwischen den Beinen muss weg. Mhm. Aber alles andere kann bleiben. Mhm. Das ist sowas Ähnliches wie das, was der Deutsche Alpenverein als Seil zum Abseilen irgendwie... Ach so, Bergsteigen. Für Bergsteigen, ja. Ah, also als Not... Okay. Lösung, wenn die keine normalen Klettergurte hat. Okay. So, um jemand abzuseilen. Cool. Ja, vielen Dank für die Erfahrung. Hast du noch was vor? Ja. Ja? Oh, Hände nach unten. Ja, mein Herr. Können wir das mal anständig machen, nicht so schlapp hängen lassen, die Hände. Oh, was muss ich machen? Die Hände, die Hände hinter dem Rücken verkreuzen. Das Schöne ist, wir sind ja hier im East Hotel, in einem Loft-Apartment und direkt vor mir ist ein Spiegel. Das heißt, ich kann genau beobachten, was Matthias gerade mit mir macht und wie ich überhaupt aussehe. Das heißt, ich habe noch das Jute-Seil um meinen Hintern, um meine Beine und Hüfte gewickelt. Und jetzt werden meine Arme hinterm Rücken gefesselt. Und jetzt werde ich, er hat mich wieder richtig fest umarmt. Und jetzt wird der Oberkörper wieder fixiert auf eine
andere Art, weil die Beine, Arme, oh Gott, das ist aber auch echt eng. Okay, es wird Spuren geben, jetzt weiß ich, was er meinte. Weil, ja, also das Seil ist jetzt wieder über meiner Brust gezogen und unter meiner Brust gezogen und die Arme sind hinterm Rücken verschränkt. Trotzdem das echt ein Druck ist, fühlt sich das aber angenehm an. Also es ist ein fremdes Gefühl, aber es ist nicht unangenehm. Kann ich, das gefällt dir, ne? Wie meine Bubis da so zwischen den Seilen tanzen. ja, es wird ja immer gesagt, man sollte alles so mal machen, was die Gäste, was man mit den Gästen macht, um es nachvollziehen zu können. Da habe ich immer gesagt, nein. Aber das mit dem Bonds jetzt gerade, das ist doch ganz gut, das Gefühl mal zu erleben, um einfach das, was der Gast möchte und was er erleben möchte, diese feste Fixierung, dieses, ja, wirklich Kontrolle abgeben. Ist es schon, ne? Mhm. Also die Sache ist ja die, hier hinten an den Händen, mhm, wenn du willst, kannst du die Hände rausziehen. Mhm. Weil es ist eigentlich locker genug, ja, dass du hier deine Hände rausfusseln kannst. Ich bin nicht Nicole, ich bin nicht so eine Befreiungskünstlerin. Naja gut, also hier ist relativ viel Druck drauf, deswegen ist es nicht so leicht. Nee, ich lasse das so, das passt schon. Das ist gut. So, und das Gute ist irgendwie, wenn du hier jetzt halt fest hast, dann kannst du irgendwie halt sagen, dass du vielleicht irgendwie etwas aufs Sofa oder auch auf dem Fußboden halt transportiert wirst. Ja. Schön. So, ja. Ich würde sagen, dann beenden wir das Interview. Jetzt, wo ich so schön gefesselt bin und auf die Couch geschleudert, gedrückt, gepresst wurde. Matthias, vielen Dank, dass du mich gefesselt hast, aber auch für deine ehrlichen, offenen Worte, dass du so frei geredet hast, mir so einen Einblick in dein Leben, in deinen ganzen Werdegang gegeben hast. Nicht nur mir, natürlich allen Zuhörern und Zuschauern. Vielen Dank dafür. Und ich meine, das Tolle ist, Fesselei ist nicht per se oben und unten. Sondern Fesselei setzt ja immer eigentlich eine Komplizenschaft voraus. Mhm. Das heißt, jemand, der fesseln will und jemand, der sich fesseln lassen will. Mhm. So. Und deswegen stehe ich irgendwie halt eben nicht auf diese Nummer, sondern stehe eher auf die Nummer, irgendwie guck mich an, ich finde das spannend, grinst irgendwie. Ja. So, ne? Mhm. Das ist, finde ich, für mich viel aufregender, als wenn du... Ja, ja, verstehe ich. Gut, darf ich dir hochhelfen? Ja, du darfst. In diesem Sinne, genau, du entschüttelst mich. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Podcast-Folge. Alles Liebe, bizarre Grüße, deine Aurora.